Bling. Witch. So, Blueberry, die Pre-Release Challenge. Wir spielen mal wieder mit Pfingstes, Blackie, German Magic Stories, MTG Blocks, Casual Alters, Narea und Siren. Ich glaube, das habe ich jetzt alle genannt. Ja, gucken, was ist hier in unserem Pre-Release Kit, mit dem ich jetzt auch spiele und Zieldeck baue und auf dem Pre-Release Event bin, im Würfelzwerg. Oh, cool. Schöner Würfel. Wir gucken, wer zieht den meisten Value aus den Boostern. 7-Tage-Wert von heute bei Card Market. Und ja, ich bin einfach hier, um eine schöne Zeit zu haben. Ich bin gar nicht so auf den Value aus, aber ja, witzig jetzt hier seine 35 Euro halbwegs rauszukriegen. Fangen wir immer mit der Promo an. Oh, cool. So, eine Promo gibt es und bei mir ist es. Ah, die Vorhut aus Fluffhausen. Fluffhausen! Okay, schon mal eine ganz gute Maus. Oh ja, die ist sehr gut. Vielleicht baue ich mir da ein Maus-Akro-Deck damit. Sehr cool. Oh, ich habe einen sehr guten Plan. Das ist die teuerste Karte im Set. Ich weiß, das war ich so okay. Das als Promo ist natürlich nett. Street. Oh, das ist ein geiles Artefakt. Das ist wenig krank, ne? Ja, eine Ratte. Dann das Licht. Oh ja, der ist auch cool. Ah, das Bäcker schreckt so. Ah ja, auch eine sehr gute Maus. Ja, das Feedback-Banner ist auch hübsch. Ja, zu Person Unheil, ist schon mal sehr cool. Oh, gute Karte. Ah, der ist auch sehr gut, der Furtenbetrieb gut. Was macht das? Sehr hübscher Wald. Oh, der ist nice. Oh, eine Rare in Feuer, gleich mal. Ich glaube, der ist auch nicht schlecht. Gute, ich glaube, Weiß sieht schon mal richtig stark aus. Okay, wir sind mal sehr gespannt, was der am Ende baut dann. So. Ah, ein Duo. Ja, die Duos sind immer sehr gut. Das Kaninchen-Duo auch sehr schön. Zusammen durchbrillen. Heulende Feuerbrunst. Zuckerguss. Lugfehler, auch eine gute Karte. Mondsynode, auch nicht schlecht. Vielleicht in Schwarz-Weiß dann gehen. Gebirge und ein Zauberwirbel. Ja, das. Oh, die Gehäuseschnecke von der einen Ratte. Das ist cool. Hey, da, nice. Schick. Ja, eine hübsche Pro. Sieht cool aus, ja. Ne. Ah, ne? Ja. Ja. Ja, da. Rotlauch. Mal gucken, was der Pool hergibt. Tratsch-Talent. Das liebe ich direkt. Naja. Ah, das ist nicht schlecht. Oh, das Fürsorge-Talent war sogar auch nicht schlecht. Drachenfalke, okay. Nice, der Drache des Sets. Ist natürlich auch nicht schlecht in Limited. Ah, krass. Ja. Ach, schöne Ratte. Schöner Fisch. Ja, der könnte was wert sein, der Drache. Drachen sind immer ein bisschen was wert. Könnte echt in Mäuse gehen dann. Sieht bisher ganz gut aus. Dann das Licht nochmal, das ist natürlich geil. Seerosendorf. Oh, dunkel. Oh, auch eine krasse Karte. Unlimited. Uha, krass. Und ein kühnes Kaninchen. Und ein Eichel. Ja, das ist ein doppelter Bob, der kann natürlich auch was wert sein. Durchzahn-Du, das Bäcker streckt du nochmal. Karottenkuchen, echt nicht schlecht. Schubroller, Land der Flut, Zauber. Oh, der Keiler auch sehr gut. Ah, Künstlertalent, ganz nett. Lauerer am Langfluss. Nice. Und die letzte. Ah ja, eine coole Mystic gehabt schon mal. Der Drache, das ist ganz nice. Zieht ja auch Karten. Naja, schwarzer Removal. Okay. Kister des Baus, auch nicht schlecht. Ah, die ist auch nicht schlecht. Ah ja, geil, die wollte ich haben. Sehr schön, eine meiner Ones. Geile neue Ratte. Oh, okay, ich muss in Rot-Weiß gehen. Noch eine Bombe. Bombenmäßig.
Zwei Mythics. Gutes wow. Pack. Gutes Pack auf jeden Fall. Ja, ich gehe definitiv in Rot-Weiß. Alter Falter. So, es ist der nächste Morgen. Ich habe mir mal eben einen schönen Platz im Grün gesucht, passend zu Bloomberg. Und zeige euch nochmal kurz mein Zieldeck, was ich gestern gespielt habe, was absolut Hammer war. Muss man sagen, also war jetzt Rot und Weiß. Mit allen guten Karten, die ich dafür hatte. Halt welche, die auch Karten nachziehen, das war schon ziemlich gut. Der mit einem Erstschlag kam auch immer sehr gut in Runde 2. Das Ding hatte krasse Synergien, also ich hatte auch ein bisschen in Rot-Weiß diese Valiant, diese Tapfer-Strategie drin, mit dem gegenseitig Anzielen, auch ein paar gute Payoffs ja dafür. Das Ding war auch richtig gut für das mit dem Anzielen, also das gerade mit dem Waschbären und dann noch einer anderen Karte. Da habe ich richtig krassen, im dritten Spiel einen richtig krassen Zug drin, eine richtig krasse Synergie hingelegt, sodass ich mal eben so 12 Schaden einfach raushauen konnte. Band des Licht als Removal war natürlich wichtig, der kam auch immer richtig gut, richtig fettes Viech. Ja, die hat jetzt nicht so viel gemacht, war einfach eine 2x2-1, aber war okay. Hätte mit Life Gain, was ich in dem Deck hatte, vielleicht was machen können. Flugfeder, auch guter Card Draw auf jeden Fall. Das hat jetzt nicht viel gemacht, aber war auch dann als Drop ein bisschen nett. Ja, Drachenfalke. Der hat mir natürlich einige Matches gewonnen. Also das erste Match hat der meinen Gegner vollkommen überrannt. Ich glaube, da habe ich es auch einmal mit meinen Synergien hingekriegt, dass ich 4 Karten mit ihm gezogen habe, mit seinem Angriff. Das ist natürlich dann übelst krass. Ja, im zweiten Match hat er das Spiel dann wieder für mich gedreht. Das war richtig, also mein Gegner mit Kaninchen, richtig früh losgelegt und ich dann irgendwie sein Board in den Griff gekriegt und dann mit meinen Bomben gewonnen. Das war ein richtig spannendes Match und das dritte war halt ein Unentschieden dann. Im dritten kam die aber richtig gut und hat halt das Spiel für mich noch rausgezögert, dass ich halt das, sonst hätte ich verloren. Aber so haben wir 4 Leute gestern mit 3 Runden, 2 Unentschieden, 2 Sieger, ein Unentschieden gehabt und waren 4 Leute auf dem ersten Platz, unter anderem ich. Von 20 Leuten, die jetzt da waren. Die war auch cool, da habe ich manchmal richtig krass durch mein Deck gezeichnet mit, vor allem auch gegen den Kaninchentypen. Das war, ja, auch viele Länder nach unten wieder gelegt, da war die echt gut für meine Promo. Ja, das kam auch manchmal ganz gut, das kühne Kaninchen. Die auch sehr gut, halt der Pump Spell, so, mit dem man schön Aggro gehen kann. Ja, der war auch okay. Elster des Baus kam auch oft als Two-Drop. Ja, Elektrizität leiten, damit habe ich mal einmal diesen riesen Bären, der so stark ist, wie viele Länder du hast, gekriegt gehabt. Der war schon eine 8-8er, aber mit einem Block und das in Kombination habe ich es dann noch hingekriegt. Ja, die war auch sehr gut, halt als tapfere Maus. Kriegsfiebsten kam auch sehr oft sehr gut, hat mir auch Spiele gewonnen. Ja, auch ein guter Removal. Karottenkuchen. Ja, da hatte ich erst überlegt, ob ich 2 Spiele und dann so eine Token-Synergiekarte, aber das war dann doch ein bisschen zu viel gewollt. Auch guter Card-Draw. Das Gebräu. Ja, und ich glaube, der Rest sind Länder, genau. Ja. Das schöne Land hier nochmal angucken. Ja, alles zu allem gestern, also für mein erstes Pre-Release an meinem Geburtstag bin ich einfach nur happy, ist super gelaufen. Hatte einen Kumpel mit, der war auch begeistert. Ja, alles Länder noch. Dann nochmal gucken. Ja, super Tag gewesen. Auch super Value aus dem Deck gezogen, den habt ihr jetzt ja gesehen. Mal gucken, wie die anderen abgeschnitten haben. Ich verlinke die natürlich alle noch in der Beschreibung. Habe ich ja schon gesagt. Ja, guckt bei den anderen auch rein für die Pre-Release Challenge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Liked und abonniert gerne für meinen weiteren Magic Content und bis zum nächsten Mal.